Willkommen zurück zu «Eindruckt» im Corona-Podcast aus Basel. Wie versprochen, zurück nach der Fasnacht, Patrice. Hast du eine schöne Fasnacht gehabt? Sie war sehr ruhig dieses Jahr. Unfassbar ruhig. Was ist passiert? Ich glaube, ich habe es verpasst. Was ist los gewesen? Ich bin nicht sicher. Doch in Weil war Fasnacht. Ich habe ein paar Leute von Weil gesehen, zurückgekommen. Über die Grenze. Das habe ich geil gefunden. Als wir erfahren haben im Geschäft, dass es keine Fasnacht ist, haben mir die eine doch wirklich so als Trostpflasterli, so eine Deutsche, haben dann gesagt, ja, aber Dominik, das ist doch kein Problem. Da kannst du nach einer Weile am Rhein gehen. Hast du auch ein bisschen Fasnacht? Ja, stell dich doch nicht so an. Ja, ich habe nicht gedacht. Das ist, Nein, Fasnacht ist brutal. Ich glaube, ich werde das Jahr eine komplette Leere in mir mittragen, die nicht wird weggehen. No. Ja, das wird knallhart. Wir haben ja nichts mehr im Leben. Wir haben keine Konzerte, wir haben keinen Fußball. Das ist tragisch. Wir haben nichts mehr. Wir sind meine Freunde sind in Liestal an der Fasnacht gesehen. An der Underground-Fasnacht. Hochemotional am Sonntag vor einer Woche. Wo dann die eine Gugge, liebe Grüße an die Milchgugge, ein hochemotionales Konzert gespielt hat. Die Leute um uns herum haben brillt. Nice. Es ist, nice. Es ist wirklich himmeltraurig gewesen eigentlich. Brillt und gehustet. Ja, also wenn ihr uns hört, hustet ab und zu. Ich schaue sich in die Armbeuge. Oh, Patrice, aufpassen, nicht, dass du von den Kollegen gemieden wirst. Was wir aber auch noch gemacht haben, wir sind, normalerweise würden wir am Fasnachtsdienstag in den Keller gehen. Kollegenkreis, die Kollegen, die nicht so Angst haben vor Viren. Und wir sind das mit dem Keller gegangen, in den Stadtkeller. Sind wir auch kurz Nachtessen, halt ohne Schnitzelbank, ohne alles. Und das ist ein Special Guest in gewesen, Patrice, der Carly Odermatt. Natürlich. Unsere. Bin mir sicher, du kannst uns etwas Schönes erzählen über ihn. Ich habe ihn noch nie erlebt, wie er wirkt. Wie er so ist. Man hört ja alle möglichen Geschichten über den Carly. Und ich kann wirklich betonen, dass alle Geschichten, die über ihn hört, wahr sind. Er hat eine unfassbare Anzahl an Geld dabei gehabt, wo er praktisch alle seine Leute um sich herum eingeladen hat, permanent. Super. Das habe ich sehr schön gefunden. Dass hat er den auch eingeladen? Falscher Tisch leider. Man hat aber auch im ganzen Lokal nur ihn gehört. Er ist so laut. Es ist der Carly Odermatt, Alter, es ist so unfassbar. Hast du das erste Mal live gesehen? Nein, nicht, hast aber... Hast du das erste Mal live nach ein paar Bier gesehen? Ja. Okay. Ja, das sind, glaube ich, keine Bier mehr gesehen. Und dann hat er einfach irgendwelche Geschichten erzählt. Ich kann mich nur erinnern an 12 Kätzchen, die um ihn herum gesehen sind. Ich bin ziemlich sicher, es sind keine vierbeinigen Kätzchen gesehen. Frauenfußball? Möglich. Vielleicht ist das ein FCB... Bericht gesehen, den er gerade einem Kollegen gegeben hat, bin ich nicht sicher. Einmal der Carly hat sich sehr witzig benommen und irgendwann ist ein älterer Mann aufgestanden, schaut den Carly an und sagt einfach, ich schäme mich für ein FCB. Und wir sind alle überzeugt gesehen, das ist nicht um die sportliche Leistung vom FCB gegangen, sondern um das Verhalten vom Herrn Odermatt in diesem Keller. Jo, jetzt lassen wir doch den Carly in Frieden. Warte, aber der Carly hat denen noch umgegeben. An dem dran gesagt, ich schäme mich für einen FCB. Und dann kannst du, ja, dann musst du halt etwas dagegen unternehmen. Und ich bin nicht ganz sicher, was der machen könnte. Ich weiß es nicht. Gib uns Geld und kauf uns einen Stürmer. Ich bin nicht ganz sicher. Aber ja, das war meine Fasnacht und es ist eigentlich verdammt. Klingt recht langweilig. Sehr. 3 Minuten 30 von deiner Fasnacht. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wie sieht dein Corona-Leben aus, Patrice? Mein Corona-Leben ist, dass ich... verkältet aus dem Ausland zurückgekommen bin und durch das in Quarantäne versetzt worden bin vom Geschäft, dass ich vier Wochen daheim war. Schon recht so. Ist ein Dream gewesen. Ich habe mir Spider-Man runtergeladen. Sehr zu empfehlen. Welches Spider-Man? Keine Ahnung. Ah, das Neue auf der Playstation. Ich habe ein Erwachsenen-Spiel. Ein FIFA-Match gemacht so oben. Aber ja, das ist eigentlich schon alles. Ich bin sehr allein. In der Corona-Zeiten. Ohne Fußball, ohne FCB. Du musst mir mit deinen Kollegen abmachen, das hilft, habe ich gehört. Ja. Was passiert in Basel sonst noch? Hashtag Seifenboss, das ist jetzt gerade... Seifenboss? Hast du nicht mitbekommen? Nein. Was? Ich darf das jetzt wirklich live erklären. Ja, bitte. Also die Basler Regierung hat vor ein paar Tagen Umgang mit Corona und den Schulen also ein paar Weisungen rausgegeben. Und dann hat der Konradin Kramer gesehen, der erzählt hat, jo, wir haben eine Initiative, wir haben den Hashtag Seifenboss, wir wollen mit dem die Jungen ermuntern, die Hände zu waschen. Ja, cool. Dann haben wir noch das Hang-Loose-Logo. Das ist, damit die coolen Kids wirklich auch cool sind, wenn sie noch die Hände gewaschen haben. Die haben mich noch nie so fremd geschämt für unsere Regierung. Gut, ich bin ein bisschen landlos mit meiner Regierung, also nicht gewählt. Aber es ist so,
gewesen, als würden drei alte Männer versuchen, in den Spruch der Jungen zu reden. Das geht immer in die Hose. Das geht immer in die Hose und wir werden einfach noch kurz, Patrice, es ist als Podcast sind wir verpflichtet. Ist das so? Dass wir absolut... Haben wir das unterschrieben? Es ist generell... Hört einen Podcast, ihr könnt euch nicht anstecken, wenn wir Podcast hören. Absolut richtig, aber einfach damit alle Leute, die bei Tele Basel immer kommentieren, wegen Masken, wegen alles. Leute, junge, gesunde Menschen, auch Menschen, die noch 50 und 60 Jahre gesund sind, nicht krank, also richtig krank sind, ihr habt keine Gefahr, ihr werdet überleben, ihr müsst auch keine Teigwaren gehorten. Ihr müsst nur etwas machen, ihr müsst schauen, dass unsere Alten, die alten Menschen, 80 plus, vielleicht schon 70 plus, die dann auch noch angeschlagen sind, die haben momentan keinen Impfstoff gegen den Coronavirus, der halt ein bisschen aggressive Grippe ist. Kann man schon sagen, Patrice, oder? Ein bisschen aggressivere Grippe. Die sind wirklich in Gefahr, wie aber immer bei einer Grippe, die sind auch sonst in Gefahr. Eine Grippe, die du nicht kannst impfen kannst und wo durch das jeder kriegt. Den Impfstoff haben sie aber, glaube ich, schon gefunden. Vor ein paar Tagen ist es geheißen. Auch bis er produziert ist, geht es halt etwa ein Jahr oder ein bisschen mehr. Das heisst, nächsten Winter wird das Ganze kein Thema mehr sein. Also macht aber Folgendes. Wäscht eure Pfoten immer nach dem Pinkeln. Nach dem aber machen wir das nicht immer. Sowieso schon? Ich schon, Patrice. Ich bin sehr reinlich. Du hoffentlich auch. Ja, mehr oder weniger. Kleiner Lifehack. Wenn ihr in einem WC sind, dann doch durchfallen nach dem Handwaschen mit einem Tüchlein anlängen. Das mache ich auch schon immer. Das mache ich eben auch immer, aber viele und machen das nicht. Wasch die Hände, bevor ich aufs WC gehe. Das sind eben die Premium-User vom WC. Die machen das eben richtig, Patrice. Ja. Haben Sie es jetzt verstanden? Ihr ja, wir haben es verstanden. Wir müssen über etwas anderes reden. Es geht ja nichts anderes. Wir haben keine Grossanlässe mehr, Patrice. Es gibt keinen Sport in der Schweiz. Oder einmal nicht Profisport. Wir haben keine Konzerte. Wir haben kein Theater. Und Patrice, ich möchte eigentlich am Mittwoch zu oben. Ich habe Billett für den Zuckihund, der kommt nach Basel. Aber du weißt, dass ich das Coronavirus auf Hunde übertragen werden. Ich habe Angst, ich hoffe, er beißt mich nicht. Aber gehen wir doch mal. Aber es ist ein Fall, wo ein Hund Corona hat, irgendwo. Wirklich? Ja. Also er nervt sind Träger vom Virus, aber es passiert noch nichts. Sie bleiben bei sich gechillt. Ich will mal den Köter einschläfen. Hey. Jetzt haben wir Spaß, 7,5 Minuten über keinen Fußball geredet. Wie sieht unser Liga-Alltag aus? Auf jeden Fall findet das jetzt statt. Dürfen wir jetzt noch bis 1000 Leute? Ist das noch aktuell? Ich komme nicht raus. Keine Ahnung. Ich habe es geil gefunden. Okay, ich muss schnell einwenden. Du dürftest ja bis 1000 Leute in Basel-Stadt. Jetzt geil, so bis 1000 Leute dürfst. Dann hat der EAC spielen vor 999 Zuschauern. Playoff-Final. Und er sagt, Baseland, nicht. Ah, die Eishalle steht auf unserem Boden. Die dürfen nicht. Die versuchten Menschen kommen nicht in unsere Halle. Die regen mich auf. Die haben alle viel zu viel Walking Dead gesehen oder irgendetwas. Ach, der Kanton ist doch kaputt. Hey, ich passe lange. Jedenfalls, wir werden bis zum 23. März sicher mal kein Super League-Spiel haben. Yep. Dann ist die Nazi-Pause. Und eigentlich hammergeil, wir spielen auswärts gegen Kroatien und dann daheim gegen Belgien. Ich habe noch keinen darüber geredet, aber trotzdem. Aber wie geht es eigentlich noch weiter, Patrice? Findet das überhaupt statt? Wissen wir das schon? Nicht einmal das wissen wir. Nein, keine Ahnung. Aber solange Gladbach gegen Dortmund spielt, von 70'000 Leuten... Überall spielen sie, außer in Italien. In Italien spielen sie auch wieder, ohne Zuschauer jetzt. Ja. Sie spielen. In der Schweiz spielen wir nicht, und zwar schon lang. Was bedeutet das? Und was passiert jetzt eigentlich, Patrice? Was ist deine Vermutung? Wie wird das jetzt eigentlich weitergehen? Also zuerst mal persönlich bin ich sehr verzweifelt, dass kein FCB-Match stattfindet. Es ist echt hart, es fehlt mir. Ja. Was bedeutet es? Ich male mal ein bisschen schwarz. Ich habe das Gefühl, es wird kein Fußball mehr geben dieses Jahr. Ich habe das Gefühl, die Saison ist gelaufen. Also, vielleicht wird es noch Fußball geben, aber ohne Zuschauer. Ja. Das ist natürlich das erste Parfüm. Schon am Husten. Was ist das? Lavendel? Das ist mein Hand Sanitizer. Ich komme gerade eine allergische Reaktion an mir. Ich habe das Gefühl, wir werden nicht mehr vor Zuschauern schütten dieses Jahr. Was das bedeutet, sind massive Einnahmenverluste für den Verein. In der Schweiz werden doch immer noch die grössten Einnahmen durch die Fans generiert. Und ich habe das Gefühl, das wird es nicht mehr geben. Wir werden nur Ausgaben haben. Mein Verein wird immer noch die Löhne zahlen von den Spielern. Ja. Außer man schickt es zum RAF. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Also sicher, RAF kann nicht einen Millionen Lohn übernehmen. Nein, das ist dann nachher wieder unser Loch in der Kasse, womit wir verstopfen. Du hast ganz was bei... 9000? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Es reicht aber nicht, zum ein Loch stopfen, sie sind ja nicht arbeitslos. Also Kurzarbeit könntest du theoretisch einführen, keine Ahnung, wie das funktioniert. Das heisst, der Stocker kommt nur halbtags trainieren oder so. Und der Rest sind gerade Hunde streicheln. Ich sehe also wirklich, es ist ein Debakel. Laut dem Ancelo Canepa, dem FCZ-Präsident, sind die Kosten von einem nicht austragenden Spiel bei einer 250.000 an Schweizer Franken an finanziellem Schaden. Im FCZ, ja? Im FCZ. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt bin ich aber auch nicht sicher, was da für ein FC Thun zum Beispiel, wo immer an der Grenze zum Kollaps eigentlich ist. Der FC Lugano sicher nicht besser, bettet nicht mehr schwerer. Was ist mit der kleinen Verein? Nein, natürlich auch, wenn das nur, also ich stelle mir auf die Liquidität in Frage. Wenn du eigentlich gewöhnt bist, alle zwei Wochen, und ich sage jetzt, wenn es nur 50.000 sind beim FC Thun, oder von mir aus 100.000, wo es in Kasse gibt, aber ich nehme an, die Löhne werden von dem Geld zahlt. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass ein FC Thun, weiß nicht, wie viel Geld auf dem Konto hat. Nein, nicht viel. Die haben jetzt zwar das neue Agreement mit denen, was ist es, Inder oder Chinesen, was sie mitnehmen. Ja, stimmt, die haben ein paar. Aber reden wir von allen Vereinen, ich habe das Gefühl, die Konten leeren sich im Moment. Ja, kommt nicht rein. Und kommt nicht rein. Spieler können sich nicht zeigen, auch Transfersummen. Ganz ehrlich, wenn du mal für einen Spieler 5 Millionen bekommst, wenn du nicht von Zuschauern spielen kannst, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, nehme ich mal schwerer. Es sieht nicht gut aus. Für den Schweizer Fußball. Ich glaube wirklich, es wird der ein oder andere Verein, vor allem in der Challenge League, nein. Ich glaube nicht, dass ein FC Aarau so eine Saison überleben kann. Und wenn du die Kantone oder der Staat nicht einspringt, dann, ich glaube wirklich, es killt ein paar Verein. Es hat immerhin etwas Gutes, einmal für den FCB. Unsere verletzten Spieler können sich erholen und sie verpassen kein Match. Ja. Wolfswinkel, Büja, Kuzmanovic. Die werden wohl alle bald wieder fit sein und können, wenn es dann mal wieder losgeht, in ferner Zukunft werden mit einer vollen Mannschaft drin antreten. Aber wird es weitergehen? Also kommt jetzt am Ende März, kommt jetzt was ist es, der Bund und sagt, liebe Leute, wir shooten jetzt wieder. Wir haben zwar 250 Mal mehr Fälle von Corona als vor einem Monat, wo wir gesagt haben, wir hören auf. Wir haben zwei verstorbene Menschen. Jo, und das ist auch wieder zwei, ist ja nichts. Ja, also nochmal für die, die zuhören, die betroffen sind, herzliches Beileid. Also das ist, aber wir wissen halt auch, die saisonale Grippe bringt auch Menschen um, nur man redet nicht so schön. 2.500 in der Schweiz. Man redet nicht so schön drüber. Und das geht's. Entschuldigung? Um das geht es. Es sind 2.500. Wo an der Grippe sterben in der Schweiz? Jedes Jahr. Offizielle Zahlen. Also wirklich die, die an der Grippe sterben. Da reden wir nicht von den 90-Jährigen, die im Spital sind, die sterben. Eben, die schon auch ab der Grippe, massiv aber andere Komplikationen haben. Das hören wir jetzt nur wegen Corona. Das war in Wirklichkeit wäre das keine Grippefälle gewesen. Wenn ein 75-Jähriger im Spital mit 12 Vorerkrankungen und Herzinfarkten. Nein, dann ist aber den Corona der letzte Kick, den es noch gibt, so den anderen ins Grab befördert, ganz böse gesagt. Aber, das aber ja, wir werden es nicht klein reden. Es ist gefährlich, es ist etwas, was los ist, dass die ganze Weltwirtschaft zusammenbricht, dass alles, was Spass macht, zusammenbricht, dass es keinen Sport mehr gibt, dass es keine Konzerte mehr gibt, dass es nichts mehr gibt. Stefan, sie würde Netflix abschalten oder Amazon Prime. Das war ganz schlecht im Moment. Ich habe noch Blu-Rays, Patrick. Ich habe noch ganz viele Blu-Rays. Ich kann noch auslehnen. Ich glaube noch zwei DVDs. Von mir? Das eine ist ein Jimi Hendrix Live-Konzert. Also die von dir habe ich noch. Die könnte ich dann noch fertig schauen. Der Orwell. Orwell. Die haben wir noch ein bisschen aufgespart. Gut, ich muss zwei Staffeln noch geben. Ja. Aber ja, nein, ich war relativ schnell am Arsch. Ich würde eigentlich normalerweise noch zurückschauen auf die letzten Matches, die gesehen sind, aber die sind ja schon ewig her. Und ich habe wirklich mit so Bücher gehen. Wie haben wir gegen Servette gespielt? 2-2. Ich bin nicht da gesehen. Ich habe gesehen, dass wir schnell 2-0 geführt haben. Ja, es hat und ich habe den Match, ich habe ein Problem gehabt mit meiner Verbindung. Mhm. Mit dem, wie sagst du, ja, egal. VPN. Genau, dankeschön. Mhm. Und dann ist 2-0 gestanden und dachte, hey, ich schaue doch den anderen Match IB gegen St. Gallen. Bin ich zu meinem Stand gestorben? Da ist sicher besser gewesen. Ja, das war richtig gut gewesen. Aber wo ich dann irgendwann gesehen habe, 2-2, bin ich noch verschrocken. Erzähl ein bisschen vom Match. Das, was ich noch weiss, wir haben schnell mal 2 Goal geschossen, wie du gesagt hast. Und nachher ist der Match ein bisschen fahrig geworden. Irgendwie hast du denn das Gefühl gehabt, der FCB hat, keine Ahnung, durch Doppelbelastung ein bisschen viel Reserve hergegeben. Hm. Und am Schluss habe ich einfach das Gefühl gehabt, es ist keine Energie und noch viel schlimmer, kein Glauben mehr umgesehen, dass man dort 3 Punkte daheim gegen einen starken Aufstieg und mitnimmt. Also für mich war das eine mentale Sache gewesen, ganz ehrlich. Einmal mehr. Und ich bin froh, sie haben wir nicht noch verloren am Schluss, wir hätten können. Okay. Also ich habe das einmal so gesehen, wir sind wirklich in Gefahr, das Ding noch zu verlieren. Und ich weiß nicht, eigentlich können wir dankbar sein,
dass wir die Zwangspause jetzt haben. Das fühlt sich für das Spiel auch wie eine zweite Winterpause. Jetzt kannst du vielleicht das grusige Kapitel von nur, fast nur Niederlage abschließen und wieder gut starten. Ich hoffe es einmal schwer, weil sonst... Wenn denn? Wenn denn überhaupt. Und dann haben wir natürlich noch Apoel gehabt, daheim. Das bin jetzt mal ganz böse, das Heimspiel, wo man so mit einem halben Auge gefolgt hat, weil es ist alles schon ein bisschen klar gewesen. Apoel hat überhaupt... Also, die sind mit der dritten Mannschaft gekommen, ja. Die haben nichts mehr gezeigt. Nein, die sind mit der dritten. Der FCB hat das Notwendigste gemacht. Aber wir haben einen Sieg geholt. Wir haben einen Sieg geholt für den Koeffizient, für den FCB, für die Mentalität, für das Konto. Alles ist gut. Wir haben eine Hammer-Auslosung bekommen. Ja. Ich habe es eigentlich immer mal wählen, Frankfurt. Die haben uns noch gefällt. Das ist richtig geil. Und eigentlich. Ein mega geiles Los. Und jetzt haben wir in ein paar Tagen das Auswärtsspiel. Und du weißt auch nicht, hat die Zuschauer dort oder nicht. Wissen wir, glaube ich, Stand heute immer noch nicht. Wissen wir nicht, nein. Das heisst, für die SP-Fans, die anreisen wollen, Leute, ich... gut möglich, dass es nicht stattfindet. Am 12. März ist es schon. Ja, das ist sehr, das sehr ist, bald. In zwei, drei Tagen. Mittwoch, Donnerstag. Wann ist das? Donnerstag, am 18.55. Match, wo ich ja eigentlich auf jeden Fall will gehen. Und jetzt Frankfurt? Durch Corona wohl nicht wird gehen. Was ist das? Wieso? Was? Weil alle Angst haben. Ich habe Angst, aber ich habe gar keine Lust, jetzt etwas zu machen, weil ich... Angst hat, dass es abgesagt wird. Das Krasse ist, dass der Fokus auf Fußball, wo ich weiß nicht, wie es den anderen Fans geht, wo sonst einfach immer da ist, der hat sich verschoben auf einen Fokus auf nichts. Weißt du, was ich meine? Man hat einfach, es geht, das Leben geht um nichts mehr. Man geht arbeiten, man hat Angst, dass man sich ansteckt, man schaut immer noch, hat es noch ein paar Nudeln und ein bisschen Reis im Kopf. Also ich habe die Panik überhaupt nicht. Aber ich auch nicht. Aber das ich ist habe keine Lust, langfristig zu planen. Aber ich habe keine Lust, Sommerferien zu planen, weil ich nicht weiss, ob ich sterbe bis im Sommer. Sollte ich mir jetzt Mühe machen, jetzt, wo ich noch lebe, etwas suchen, mühsam Hotel zusammen suchen? Ja, das ist schon gemacht. Weh, ja. Ich kann nicht fliegen. Nein, ich habe jetzt auch Leute, die gehen im April in die Ferien. Mehrere Leute, die am 1. oder 2. April um in die USA fliegen, die wohl nicht wissen, ob das stattfinden will. Oder heisst es dann doch schlussendlich noch, hey, wir machen mal Flughafen zu. Wir streiken. Weil die USA würde ich glaube jetzt im Moment wirklich auslassen, weil dort kommt Panik jetzt an. Und wenn ich sehe, wie wir Europäer unfassbar panisch reagiert haben, wir, die eigentlich so die Coolen sind, wenn wir so auf diesen zwei Kontinenten ausgehen, die Amis werden komplett eskalieren. Mit Waffen. Sie werden sich gegenseitig plündern und Köpfe abreißen. Stell dir vor, ich komme dann so an in Los Angeles am Airport und du einfach kurz husten. Das wird kommt gerade machen, eine Pistole um die Ecke. Das ist eine Selbstschussanlage, da bekommst du gerade einen Headshot. Nein, aber es wird nicht werden daheim bleiben. Also bei uns im Team sind bereits die Amis Homeoffice. Alle. Komplett. Ja, bei uns ist es noch unsicher, ich weiß es nicht. Also das wird passieren, aber das ist, die sind jetzt schneller als wir. Also ich bin gerade gefragt worden, ob ich die Woche überhaupt arbeiten kann, ob ich daheim arbeite. Und ich werde arbeiten, logischerweise. Ich weiß es nicht. Ich wasche meine Hände. Bei uns ist niemand da, also Panik. Was ich noch spannend finde, ich habe gestern in der Bild-Zeitung gelesen, dass es eigentlich... Was für Zeitung lesest du? Moment, ich habe das verlinkt gesehen, chill muss leben. In der Bild-Zeitung, ja, ich weiß. Aber in Sachen Fußball sind sie ja meistens relativ stark. Und die haben aber geschrieben, es steht außer Frage, dass die Saison in Deutschland fertig gespielt wird. Ja. Und ich frage mich einfach, was machen denn die? Sind die bereit, die Unkosten von Geisterspielen auf sich zu nehmen? Können sie sich das alle leisten? Offensichtlich können sie das. Die können sich das innen leisten, wegen der Fernsehrechte. Wir können es nicht. Nein, bei uns ist es ein Debakel. Und trotzdem müssen wir jetzt langsam daran verschütten. Also ich finde es... Was immer noch unklar ist, wenn jetzt die Saison abgebrochen wird, ist dann St. Gallen Meister. Im dritten Halbzeit-Podcast, liebe Grüße, ist der Claudio Schäfer, heisst er, glaube ich, der von der Football League. Ja. Der ist dort nicht gesagt, wir wissen noch nicht, wie das Szenario wird aussehen. Der Podcast hat dann wiederum zurückgefragt, gibt es die Möglichkeit, dass man auch die Saison unterbricht, dann die EM spielt, ob nachher fertig macht, also quasi Ende Juli. Okay. Saison fertig gemacht und für die nächste Saison später startet. Sie wissen nichts, man weiss von nichts. Und es ist auch völlig unsicher, ob es eine EM wird geben, wo ja auch in ganz Europa verteilt ist, was eine super Idee war, rückblickend, wo du nicht weisst, was passiert. Kann man irgendeinen Grossanlass in diesem Jahr überhaupt? Wir wissen es nicht. Es bleibt spannend. Wir wissen wirklich nicht, was ich ein bisschen bedenklich finde. Ja. Aber ich auch jetzt im Nachhinein sage, ich weiss nicht, ob ich die Versicherung abgeschlossen hätte. DNLA, was ist noch? Ist noch DNLA in Eishockey in der Schweiz. Die haben eine Versicherung für, keine Ahnung, Naturkatastrophe, was ist das? Okay. Und die bekommen, glaube ich, 25 Millionen, falls die Saison nicht gespielt wird. Wer zahlt das? Versicherung. Welche?
keine Ahnung, Mann, Swiss Life, was weiß ich, Swiss Re. Was weiß ich, irgendeine Rückversicherung, irgendeine Versicherung, wo du... Ich gerade so informiert tönt, denkt, ein bisschen... Wenn du willst wissen, mit wem sie die Versicherung abgeschlossen haben. Ich glaube, es ist nicht Balois, wenn ich richtig weiß. Vielleicht ist das die AXA Winterthur oder... Was gibt es sonst noch so? So eine Bauernversicherung. Ja. Nein, auf jeden Fall, die bekommen Geld, da passiert nichts. Unser Verband hat es leider einmal mehr nicht geschafft, sich mit Raum zu überschütten. Und wir sind nicht versichert und wir kriegen nichts. Und was würde heissen, dass alle pleite gehen? Kann man sich noch vorstellen, dass ein paar Vereine jetzt noch wird? Nein, von den Profivereinen. Das wird man im Sommer gesehen, wenn es dann vielleicht halt, keine Ahnung, Gesamtmarkt wird nicht mehr geht. Oder sie wieder neu starten. Und kommt da ganz Arau, etwas Neues auf. Und noch Thun. Und noch der ja, GC, die sind nicht gewohnt. Von leeren Rang zu spielen. Ja, aber. Der Witz muss jetzt noch kommen. Ja. Emel, der FCB spielt gegen Frankfurt. Wie sieht das aus? Wie sehen unsere Chancen aus? Sind die, also Match finden März. Statt, müssen auch nicht mit oder ohne Menschen. Ich kann dir null sagen. Ich glaube, unsere Chancen sind schlecht. Was passiert, wenn ein Fußballspieler Corona hat? Ich weiß es nicht. Was passiert, wenn jetzt einer von Frankfurt den Schnuppen hat? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Das wäre eine Frage an den FCB, was passiert beim FCB, wenn es der Fabian Frey zweimal schräg hustet in der Kabine, was passiert denn? Ist der FCB vielleicht versichert? Gibt es Vereine, die versichert sind gegen so etwas? Ich weiß es nicht. Kannst du gegen das versichern? Das kannst du gegen alles versichern. J-Lo hat mal ihre Foodie versichern lassen, habe ich gemeint. Eben ja. Aber wir sind nicht J-Lo. Nein, aber du kannst ja, theoretisch kannst du ja alles versichern. Wir wissen das nicht, aber wir haben einen Tag Frankfurt, das war ein richtig cooler Auswärtsmatch mit absolut sehr geilen Fans. Und die Woche darauf ein tolles Heimspiel. Ja. Am 9 Uhr oben. Endlich wieder mal am 9 Uhr oben. Wieder mal voll gesehen, aber es sieht schlecht aus. Oder Völler. Ich glaube, wir werden wohl am 15. März erfahren, wie das weitergeht. 15. März werden wir erfahren, wie es weitergeht. Oder? So lange also geht es. Ja. Und dann wissen wir, ob wir ein Halbspiel haben, vier Tage später oder nicht. So okay. Habe ich es verstanden, dass es so wird sein, aber vielleicht okay. Weiß es irgendjemand noch besser als ich. Aber das Schöne ist, wir haben eine Auslosung noch am Schweizer Cup. Immerhin das haben wir gemacht. Super, also wir haben eine Auslosung für ein Spiel, das vielleicht nie stattfindet. Wir würden auf der Sieger treffen von Winterthur gegen Bavois und Winterthur Patrice. Wer haben wir zuerst? Bevor wir Winterthur haben. Haben wir nicht noch ein Match zuerst? Oh. Wo haben wir schon? Wir haben doch zuerst noch... Wo haben wir das ausgelost? Viertelfinale haben Warum wir haben wir das ausgelost? Ja, einfach, wenn man schon ein bisschen, wenn nicht gelaufen ist. Dann haben wir eine Göpp-Auslosung machen. Was haben wir eigentlich? Ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Guck mal nach. Ist das der Moment, wo der Podcast wieder stoppen, zum professionell wirken? Ja. Nein, FC Basel Göpp Viertelfinale. Du siehst schon mal. Champions League. Kommt bei dir. Viertelfinale, Champions League. Haben wir Luzern? Ah, das könnte sogar noch sein. Haben wir Luzern? Gap Viertelfinals. Warte mal kurz, bin gerade dort. Verschoben und so. Bla bla bla. Wir wissen es nicht. Also sie haben es verschoben übrigens, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. 5 Tage ist verschoben worden. Aber stimmt natürlich nicht. Du bist auf der FCB-Seite, das funktioniert nicht. Das ist immer so, gell? Ich komme auf Cäsar. Warte mal kurz. Bleib dran, hä? Jetzt seht ihr mal live wieder, wie gut unsere Seite ist. Schweizer Gap. Cäsar, Schweizer Gap. Das ist doch gut. Das ist super. Was haben wir denn? Es steht, was wir gemacht haben, aber nächste Gegner steht nicht. Nächste Gegner steht wohl nicht. Spielplan, das muss doch draufstehen. Ich glaube, der Frank hasst uns. Es steht wirklich nicht. Es steht wirklich nicht. Aber FCB, ich bin jetzt wieder einmal auf eurer Website. Aber du kannst jetzt auf Dings, auf einen Kalender oder so. Jetzt noch nicht so einen Kalender. Tickets, Fanshop-Kalender. Nein, irgend so eine... Auf Tickets gegangen, nein. Warte schnell. Geh auf Saison. Und dann hier alle Spiele anzeigen. FCB-Spielplan. Bin da jetzt gerade. Ja. Super League, Europa League. Also sie haben sich rausgenommen, dann müssen wir da... Was rausgenommen? Sie haben das Spiel noch verschoben. Achtelfinale, ja. Ah, das ist Frankfurt. Ja, ja, gut, wir haben kein Gap. Es ist sehr peinlich, dass wir nicht wissen, wir sind wir noch im Gap haben. Aber es steht das jetzt nicht dort? Wieso steht das nicht auf dem FCB-Spielplan? Wir sind der schlechteste Podcast aller Zeiten. Wir haben gar nicht gewonnen, wenn wir gespielt. Wieso steht das nicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben einen recht chilligen Gegner, das ist so das, was ich mich erinnere. Dem ist uns aber so wurstig, ja. Wurstig egal. Irgendwie. Also reden wir weiter. Regenerieren wir das. Danke, dass du das Thema angesprochen hast. Jetzt kommt wieder Hass auf unseren Kollegen. Wollen wir mal schauen, was sonst noch so passiert? Bitte. Blätterwald. Ja, gern. Ivan Rakitic ist zurück beim FCB. Wie findest du das? Er ist nicht zurück beim FCB. Aber doch, er ist im Trainingslager von der U-Mannschaften gesehen. Spanien, hast du gut hinschauen. Ja, ich kann Hallo sagen.
Das reicht doch. Ist auch nicht schlecht, oder? Wir haben Lausanne auswärts. 5 Sekunden hat es mich gekostet. Aber wegen dem interessiert es mich so nicht. Lausanne auswärts, ist ein recht geiler Match. Nein, ist nicht. Der Leader von der Challenge League. Die können nichts. Die sind, das ist ein richtig geiler Match. Patrice, wir sind der FCB. Lausanne auswärts. Das hat mal etwas geheissen früher. Das wäre ein richtig geiler Match gewesen. Weißt du, wie oft haben wir früher noch von Lausanne auf den Sack gekriegt? Eben ja. Oder... Auf jeden Fall, ja, der Ivan Rakitic ist zurück, er kommt nicht zurück zu uns, darum interessiert es am Rande, aber ja, ich habe die FCB-Jungs gesehen am Flughafen. In Spanien. Was, bist du in Spanien gesehen? Rakitic habe ich nicht gesehen. Okay, spannend. Marco Streller ist wieder aufgetaucht. Ist er zurück? Er ist zurück, er ist jetzt Experte bei Teleclub. Willkommen zurück, Marco Streller. Wir sind alle froh, geht es dir sehr gut. Grüß. Ja, ich finde es super. Endlich wäre ein Grund zum Teleclub abonnieren. Ich mache es trotzdem nicht. Also was ist ein Experte für die Super League? Ich nehme es mal schwer an. Ich finde aber nicht statt das Jahr. Wegen dem hat er einen sehr chilligen Job. Also Marco, die Burnout kannst du gut auskurieren. Das ist recht. Der Benjamin Huckel, der hat ein gutes Thema angerissen. Der hat mir endlich mal etwas, was meine Fußballhirnzellen angeregt hat. Yeah. Benny Huckel hat ganz klar gesagt, Shaqiri darf momentan kein Thema für die EM sein. Das sagt der Huckel? Das hat der Huckel gesagt. Ja, das ist schon frech. Shaqiri hat die Saison, glaube ich, 200 Minuten gespielt bei Liverpool. Ja, und trotzdem ist er einer von unseren Besten. Er hat 200 Minuten gespielt bei Liverpool. Ja, hast du 200 Minuten bei Liverpool gespielt? Ich meine, an die EM. Ich bin zu gut. Dann nimmst du das natürlich mit. Das ist doch kein Thema. Jo, wie kannst du das rechtfertigen? Nein, wie kannst du das rechtfertigen? Weil er unser bester Spieler ist. Ja, wir können natürlich auch gerne. Wir können auch den linken Flügel vom FC Bavua oder Echelon aufbieten. Immer bald, weil die spielen vielleicht noch in der Super League nicht. Es vermuten, sie machen ihre Spieler bereit, sie werden brauchen im Sommer. Stimmt, wieso spielen die eigentlich nicht? Wieso spielt die Erstliga nicht? Wieso hören wir komplett auf mit allem? Vergiss es. Aber du sagst Shaqiri. Shaqiri gehört ins Aufgebot. Okay, kein Thema. Sag ich normalerweise auch, wenn er so halbwegs wird spielen, Teilsatz, irgendetwas. Aber du bist ja ein Football-Manager, Patrice. Yeah. Was machst du mit einem Spieler, der, weißt du, ein alttrennendes Spieler spielt im Verein einfach nichts? Er hat. Ich gehe zum Sherdan, sage Sherdan, ich baue auf dich, trainiere gut, wie eine Maschine. Das wird deine EM. Du bist mein Gott. Soll ich es mit ihm machen? Und dann sagt er, ich hätte gerne das Bändeli, Patrice. Gib mir das Bändeli. Nein, Sherdan, das Bändeli kriegst du nicht. Du bist nicht cool, nur weil du Bändeli hast. Wir werden sehen, was mit dem Shaqiri passieren wird. Vielleicht werden sich noch alle verletzen. Petkovic wird ihn sicher aufbieten. Das ist doch gar keine Diskussion. Da haben wir schon andere Würste aufgeboten, die nie gespielt haben. Der Diok. Ja. Letztes paar Jahre. Das ist Schlimmere. Also, keine Ahnung. Ich mag ihn gar nicht erinnern. Aber unser Milan Rama. Nein, der hat ja dann gespielt. Ist das nicht irgendein? So ein vermeintlicher Stammspieler, der nie gespielt hat. Die haben wir ja schon immer gehabt. Geht kann immer. War am Schluss als Captain ja. Genau. Nicht mehr gespielt. Zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Der Kevin Büa hat vielleicht einen neuen Abgeber. Es ist zwar alles noch sehr fraglich, aber Nürnberg scheint Interesse zu haben. Jo, zweite Bundesliga. Das ist schon wieder ein bisschen ein Zeichen. Oder? Unsere Spieler sind nicht mehr gefragt bei Leverkusen oder bei einem Dortmund. Nein, es kommt Nürnberg. Nicht gegen Nürnberg. Ja, aber der Büa ist ja halt. Wir sind uns ja einig, dass das eben sein Leistungsniveau ist. Er hat eine gute Saison. Aber das ist doch genau das, was man doch. Das spricht doch auch wieder für den soziofußballerischen Abstieg vom FCB, oder? Das ist da. Oder? Vor allem, wenn wir nicht verschütten. Das macht es nicht besser. Einmal der CEO-Boss Christian Constantin. Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Habe ich gesagt. Er glaubt nicht an eine Fortsetzung von der Liga, hat er in den Medien gesagt. Und wir glauben, das wäre auch besser für CEO, wenn das so wäre. Wieso steigen sie wohl ziemlich sicher ab? Wenn es einen Absteiger gibt. Oh, Pater, stell dir vor, pass auf, es gibt keinen Absteiger. Meister. Stell dir vor, es gibt keinen Absteiger. Yeah. Es gibt auch keinen Aufsteiger. Hast du mal beschissen, was für Lausanne wäre? Doch, Aufsteiger können wir trotzdem machen. Wir können gerade auf 12er Liga, 11er, 10er, 20er Liga. Kannst du so etwas machen? Oder nutzt jetzt wirklich das, um gerade mal irgendwie, um alles ein bisschen neu aufzugleisen? Keine Ahnung. Wir sind in der Schweiz. Geht alles ein bisschen länger. Es geht alles immer ein bisschen länger. Mit der Absage sind wir auch mal schnell gewesen. Das ist richtig, das ist ja auch von oben angekommen, wie es der Bund entschieden hat. Ja. Also es ist nicht die Liga, die es entschieden hat, die hat das nicht gemacht. Nein, im Leben nicht. Muri. Ist Muri. Es ist sicher Muri, es passt ja zum Namen Muri. IB-Trainer Seoane bei Hertha im Gespräch, interessiert
nicht viel Leute. Hertha ist einfach so ein kaputter Verein, dass es schön war. Also du darfst ihn dort an, wo Klinsmann ist. Ist ein Schweizer, ich weiß nicht mal, ob er Schweizer ist. Ich glaube, Spanier habe ich gemeint. Ist Spanier. Oh, Achtung, Bautis, Dominik, nicht böse, wenn ich jetzt wieder etwas verwechselt habe mit Spanier und Katalanien, und ich weiß es nicht, gell, also. Das ist nicht böse. Nein, das kommt aus dem Norden. Also aus dem Norden, Norden. Ist die Bautis nicht Portugies eigentlich? Der Marco Wölfli beendet im Sommer seine Karriere. Ohne jetzt, dass noch geshootet wird. So eine, das wäre mega traurig für ihn eigentlich. Dann musst du noch ein Match machen. Wie hast du den Wölfli eigentlich so gesehen immer? Ja. Gar nicht. Es ist dir einfach egal gewesen. Der Wölfli ist mir wirklich immer so ein bisschen egal gewesen. Ich finde ihn einen sympathischen Kerl und einen guten Goalie, aber... Ja, es ist komisch, dass er aufhört. Ich habe immer gesagt, der Typ wird allein wegen seinem Nachnamen nie eine grosse Karriere machen, weil niemand holt einen Wölfli, man holt einen Wolf. Ja, aber der Wolf ist auch nicht viel besser. Ja. Oh gut, er heisst Wolfswinkel. Er heisst Wolfswinkel, das ist auch der Unterschied. Oh gut, heute haben wir ein ganz schlechtes Niveau. Es ist wirklich unterirdisch heute. Es ist der Virus. Es ist der Virus. Einmal der Marco Wölfli, er hat eigentlich eine grosse Karriere gehabt am Schluss. Nazi-Goli gesehen, er ist zweimal Meister geworden. Etwa fünfmal Vizemeister. Das haben wir am Schluss eigentlich gönnt. So voll. Voll. Einmal, ich wünsche ihm alles Gute. Ah, look, McGaffey meldet sich. Wir haben keine Viren auf ihrem PC gefunden. Ich fühle mich gerade wesentlich sicher. Wir sind frei von Corona. Good News des Tages. Der FCZ-Verteidiger Omeragic ist auch bei Red Bull Salzburg im Gespräch. Die denken, du, die Spieler aus der Schweiz, die hocken gut auf unseren Stil. Das ist ein grosses Talent. Und Red Bull, wissen wir, die sind gut mit Talent und er ist sicher billig. Jo, kann passieren. Immerhin der Dejan Stojanovic. Das ist der Ex-St. Gallen-Goli, der im Winter zum Middlesbrough gewechselt hat. Der hat jetzt doch noch seinen ersten Einsatz gehabt gegen Charlton. Und gerade mal zu uns gespielt. Der hat zu uns zu Null gespielt. Nice, Gratulation an Dejan. Im ersten Spiel, das ist richtig, das ist geil. Cool. Ebenso cool ist, dass der Reto Zanni, Fußballgott, man vergisst ihn immer wieder. Er ist 40 geworden. Das ist alt. Du bist auch bald 40. Du auch. Jo, aber... Ja, herzliche Gratulation nachträglich zum Geburtstag, Reto Zanni. Du bist ein Vorbild für sehr viel... Oh je, Tons. Was sagst du jetzt böse? Fußballer ohne Talent. Dass man es trotzdem kann schaffen und Profi werden kann. Das ist doch eine wunderschöne Geschichte. Und er war nicht sogar Vize-Captain vom FCB gesehen. Das kann sehr gut sein. Oder? Er ist die rechte Hand gesehen von welchem Coach? Ich habe gerade Platzzeichen gemacht, Christian Gross. Ja, das ist ja so. Nein, für mich ist er einer der talentfreiesten Spieler aller Zeiten gesehen und trotzdem hat er es geschafft und vorbildlich und Profi und hat das Ganze. Sammy ist immer schlechter gemacht worden, als er war. Da bin ich absolut der Meinung, der ist immer... Das war niemals so schlecht gewesen. Das ist eben das Trikot, das du deiner Freundin geschenkt hast. Steini. Ah, Steini. Wieso meine ich immer Zanni? Weil das der so eine Wurst ist, von rechts gespielt. Good News. Good News für den Herr Noah Okafor. Er hat seine ersten Einsätze für die Bulle. Er hat gegen Frankfurt mal 24 Minuten gespielt. Und beim 2-0-Sieg in der Liga gegen Graz hat er 90 Minuten durchgespielt. Nice. Das könnte sein Start sein. In der Ösi-Liga. Du spielst die eigentlich noch, in der Ösi-Liga? Die spielen. Also die spielen auch? Alle spielen. Nur mehr spielen nicht? Nur mehr spielen nicht. Just from my understanding. Okay, alles klar. In England kämpft der Fabian Schär ganz hart um seine Existenz. Was ist denn wieder passiert? Sein Platz in der Stammelf. Seit Anfang Jahr ist er jetzt eigentlich größtenteils draussen gewesen. In den letzten paar Spielen, glaube ich, nicht mal mehr richtig. Du bist doch jetzt gegen gerade Sportler des Jahres im Nordosten von England geworden. Eh nicht. Ja, also quasi, es ist eigentlich nur Newcastle, wo dort wirklich einen Profiverein hat, aber okay. Ein Spieler des Jahres geworden, eine Auszeichnung bekommen, ein Pokal. Ist das, wenn du Sportler des Jahres in Basel wirst, dann ist sie 20 Jahre Roger Federer, oder wie? Jo. Okay, alles klar. Jo, es könnte sagen, es ist wie wenn du Sportler des Jahres in der Schweiz wirst, wo aber sicher nie der Roger Federer geworden ist, oder? Weil er zu wenig... keine Ahnung, das sind so die Hornusser und was haben wir noch für Sportarten? Radball, kennst du das? Ja, logisch. Oder vom Velo. Mach Gott, Rönrad. Rönrad ist das, genau. Und noch Turmspringen, nehmen wir das auch noch drin, damit wir alles abgedeckt haben. Ja, spannend. Dennis Zakaria hat vermeintlich, also ich glaube, Jan Sommer hat ihm vermeintlich das Kreuzband gerissen, jetzt vielleicht doch nicht. Das wäre natürlich scheiße für alle Fälle. Was ist genau passiert? Die sind ein bisschen zusammengekracht. Sommer gegen Zakaria. Stefan, beide wären verletzt, nur für DM ausfallen. Ja, das war immer typisch Schweiz. Das war typisch Schweiz. Das haben wir doch immer.
dass es so ein Jahr vor einer EM oder vor einer WM schon hey, wir haben einen Megasturm, wir haben eine mega Abwehr. Und dann vor dem Turnier, beim Trainer stirbt die Frau, der Bruder, irgendwas. Oder gerade während dem Turnier, sich. So am ersten genau. Match nach 30 Minuten. Das Top-Stürmer raus. Wir haben ja immer Pech. Jo. Unfassbar. Hoffen wir es nicht, wir brauchen ihn nämlich. Blick nach Argentinien. Die Boca Juniors sind Meister geworden. Okay. Gefällt mir. Mit dem Carlos Tevez. Ich habe schon mal gesagt, sollst du mal die Serie schauen vom Tevez. Ah, oh, stimmt. Auf Sky. Übrigens, wenn wir gerade von Fußballserie reden, ein ganz heißer Tipp, wohl auch von dir, Patrice. Auf Netflix Sunderland Till I Die. Sehr geil. Sehr, sehr geile Doku. Kommt die zweite Staffel? Am 1. April. Kein Witz. Die nice. Kommt wirklich. Das heisst, wenn ihr nicht Fußball schauen könnt, schaut die Doku. Es sind wohl 6-7 Folgen, wo sie einfach Sunderland begleitet haben. Mit dem Umfeld, mit den Leuten, wie wichtig das der Fußball in der Region ist und so. Unfassbar gute Doku. Schauen. Ja. Und der Sandro Laub. Er hat sich wirklich das Kreuzband gerissen. Okay. Zweite Mal in einem Jahr. Oh, scheiße. Das könnte blöd sein für den das ist immer hart. Sandro Lauper und der Young Boys Club. Aus Sicht von der Young Boys Club. Wie sagst du denn? Der IB. BSC. Der BSC Young Boys. BSC Young Boys. Der junge Bube. Nations League wird wieder sein nächstes Jahr. Was für ein ist das Jahr? Dramatisch das Jahr. Geile Auslosung mit den richtig geilen Gegnern. Selbst die Ukraine finde ich geil. Das ist irgendwie so ein bisschen politisch und so spannend. Und dann Spanien und Deutschland. Das musst du mir vorstellen. Mit denen geht die auf Schaden treten. Wir haben Spanien und Deutschland in der Gruppe. Also das ist so, besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Also die Nations League ist doch aufgebaut und nicht so 4 Stärken. Stärklassen. Wir sind schon der Erste, oder? Immer schwerer. Natürlich. Du kannst aber auch absteigen, oder? Ja. Also wenn du Letzte wirst, steigst du ab. Ja. Das heisst, es muss Ziel von der Schweiz sein, nicht Letzte zu werden. Sind wir ehrlich. In dieser Gruppe ganz sicher. Das heisst, du musst Ukraine schlagen. Ja. Und am besten Deutschland zweimal hoch. Ja. Einfach. Aber das haben wir eigentlich schon lange wollen. Endlich mal halbwegs wichtige Spiel gegen Deutschland. Das haben wir schon ewig nicht mehr gehabt. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass wir ein Testspiel haben gehabt. Wenn ich da in Berlin gesehen habe, haben wir sie mal geschlagen. Also 5-3 haben wir sie mal besiegt. Und nicht, wo der Ehrendertjörg am 3 auf Goal geschossen hat. Ja. Bin ich gerade am Konzert gesehen. Ich bin in Berlin gesehen mit den Jungs. Am Jungsellenabschied. Ah, was denkst du? Ist lustig, dass man sich an das mal erinnern. Ja, wie ich bin aus dem Konzert gekommen und sehe einfach eine Push-Meldung. Wir haben 5-3 gegen die Schwaben gewonnen. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe. Ja, du hast nicht gesehen. Wir haben ein Bierpong gespielt während dem Match. Ich habe Konzert, ich nicht den Match schauen. Wir haben Bierpong gespielt während dem Match. Ja, das passt zu dir. Wenn wir über die Landesgrenzen raus schauen. Aber das habe ich nicht so aufgeschrieben, das kannst du nicht sagen. Was? Da hast du aufgeschrieben? Ja, aber ich sag's nicht. Sag's doch kurz. Der Hopp. Das Thema Hopp. Hast du das ein bisschen mitbekommen? Weil ich, ist... Ja, schon. Aber das ist schon lang der Hopp, der Dietmar Hopp, ja. Der SAP-Gründervater, ja. Präsi-CEO, der hinter Hoffenheim steckt, ja. Der wird ja seit Jahren angefeindet. Immer wieder. Ja. Morddrohungen. Er ist auch so ein bisschen alles. Der Gegner von der Fanszene, wie sagst du denn? Er ist so ein bisschen ein Feindsymbol. Ist natürlich auch, dass Hoffenheim so ein sogenannter Retorteverein ist, der nicht für wie ein Nürnberg da steht. Ein Verein, der es schon immer gegeben hat. Ein Verein, der eine riesige Tradition hat. Und Hoffenheim hat das so nicht. Das ist künstlich zu einem Top-Verein gemacht worden. Und das müssen wir halt wirklich auch betonen. Das stimmt. Das stimmt, ja. Aber? Hoffenheim hat, weißt du noch, was sie aufgestiegen sind? Weil sie dann in kurzer Zeit mit einer unfassbar jungen und relativ günstigen Mannschaft mega Erfolg gehabt. Die sind ja mal Erste in der Bundesliga. Sie hat es richtig gut gemacht. Sie waren Wintermeister gewesen. Es ist ja auch irgendwie spannend. Projekt, wenn du so etwas machen kannst, wenn du Geld hast. Ich meine, der Hopp hat Geld ohne Ende. Es ist sein Jugendverein, sein Dorfverein, sein whatever. Darfst du das nicht? Ist das verboten? Okay, von mir aus ist es verboten. Es ist nicht cool. Nein, es ist nicht cool. Nein, ist nicht. Aber das ist auch Wolfsburg nicht cool. Nein, die sind nicht cool. Dann ist auch Leverkusen nicht cool. Dann ist eigentlich... Ganz viele sind nicht cool. Ganz England ist nicht cool. Darf ich fragen, das ist in der FCB cool? Wir sind ziemlich cool, ja. Warum? Wir sind gesponsert von den Novartis. Ja. Wir haben einmal eine Präsidentin gehabt, die zu einer anderen Pharmafirma gehört hat. Richtig. Wir sind eigentlich in der Chemie-Szene. DSM ist einer von unseren Hauptsponsoren, Nutrition. Ist das schlecht? Ich frage einfach. Es hat ja noch Chemie in Basel. Aber ich frage einfach. Ja, willst du so Sponsor sein? Wo ich einmal frisch bei meinem Ex-Arbeitgeber geschafft habe, hat eine der FCB benannt als der Novartis-Team. Das ist lustig, wie es bei mir auch passiert. Und die Person hat sogar gemeint, dass wir wirklich... Also dass der FC Novartis.
SC Novartis, würde ich mal sagen. Ja, der Sportclub Novartis. Der Sportclub Novartis. Dass das der FCB ist. Also das ist schon... Ja, nein. Ja. Wir sind ein bisschen cooler. Natürlich sind wir cooler. Wir sind der FCB. Aber wir können auch nicht sagen, dass wir ohne Geld... Was ich eigentlich auch will sagen. Weil, ja, wir können jetzt Zeiten vom Hop einnehmen. Ich tue es aber trotzdem die andere Seite rein. Nicht, weil ich das gut finde, dass man eine Person so kaputt macht, öffentlich. Aber die Art und Weise, wie mit dem umgegangen wird, von den Bayern und die künstliche, das in Arm nehmen von dem armen Hopp, weil irgendwie auf der Tribüne steht, der Hopp ist... Fadenkreuz irgendetwas, bist du auch noch gesehen mit Fadenkreuz? Jo, aber chillen doch mal, es bringt ja keinen um, das wissen wir alle. Es ist ja nur ein bisschen... Ja, ich finde auch, man sollte das Thema extra nicht hochkochen lassen. Es wird so unglaublich hochgekocht, dass es mir schlecht wird. Und so offerierst du quasi den Leuten gerade mal eine Plattform, hey, bringt den nächsten Match wieder irgendetwas gegen den Hopp. Einfach gegen den Hopp und dem Typ geht es gut. Und der, okay, vielleicht ist er mal ein bisschen traurig, dass das auch nicht so gemacht wird und alles. Völlig okay. Aber ganz ehrlich, da haben wir andere Probleme im Fußball. Da haben wir immer noch, keine Ahnung, sag jetzt mal Rassismus ohne Ende, auch in vielen Stadien, gerade in Deutschland, in Ostdeutschland. In Italien. Massiv, massiv in Italien. Und da wird dann keine 20 Minuten Unterbrüche gemacht, wenn irgendwelche Affenleute aus irgendwelchen Fernsektoren kommen. Das wird dann, auf dem Ohr ist man dann taub. Aber wenn der Herr Milliardär Hopp, keine Ahnung, gesagt wird, er ist Uigurensohn, dann drehen wir komplett durch und... Wenn Spielabbrüche und es ist auch so eine Doppelmoral, die mir absolut nicht schmeckt. Das finde ich sehr grusig. Widerlich. Ich weiß auch nicht, lasst doch einfach den Typ los hier. Es gibt doch schlimmere Feinde auf dieser Welt, oder? Der Coronavirus. Coronavirus zum Beispiel. Der Coronavirus ist ein richtiger Hurensohn. Das hasse ich auch, das kannst du wirklich sagen. Es gibt ja auch noch die Pyro- und Rauchpetarden-Debatte in Deutschland. Wir sind von ein paar Fans angesprochen worden, ob wir da nicht mal drüber reden wollen. Ich meinte, wir haben das schon mal ein bisschen angeteased, Patrice, wenn wir sollten umgehen beim FCB oder halt ganz ehrlich in der Liga mit diesem Thema. Wie siehst du das? Stört es dich, wenn jetzt eine Petarde irgendwo abgeht, eine Rauchpetarde, stört dich das, Patrice? Es stört mich überhaupt kein bisschen. Mehr auch nicht. Auch wenn sie 87 Milliarden Grad heiß werden. Also ich glaube, gleich heiß wie die Sonne. Mindestens. Das ist schon sehr heiß. Ganz fürchterlich. Das ist doch mir scheißegal. Das Thema haben wir ja gehofft, haben wir wirklich seit den 80er Jahren. Wenn ich das angefangen habe. Seit ich Fußball schaue, ist das Drama und oh mein Gott und gefährlich und himmlisch und es wird weitergemacht. Das ist so, akzeptiert es doch einfach, lernt doch das ein bisschen. Also falls ihr wisst, ob wir es würden begrüßen, ja, klar, aber wir machen nicht Regeln. Nein, und darum ist es so. Das ist das Problem, oder? Auf so Sachen, die irgendwie so halb legal sind, wie irgendwie, ich sage immer Kiffen, ich weiß nie, wie Gesetze sind in der Schweiz, aber irgendwie kifft jeder dritte Schweizer und irgendwie ist es trotzdem verboten. Also ich weiß nicht, was es ist und ich kann da nicht drüber reden. Es ist doch einfach, es ist doch scheißegal. Ich rede nicht von diesen Böllern, weil die gehen mir auf den Sack, ich werde langsam alt und ich verschrecke jedes Mal tot, wenn so einer abgeht. Die Böller hasse ich, auch. Ja, aber das machen unsere meistens nicht. Keine Ahnung, unsere und die anderen. Das sind halt die anderen oder sind es die anderen? Unsere sind educated. Ja, das wir wissen, dass unser Gehör nicht mehr so gut ist mit unserem Hochalter. Es ist einfach irgendwie, lasst euch das einfach so ein bisschen allein. Wir haben andere Probleme in der Schweiz, chillen doch einmal. Wir können nicht wie in England einfach nur sagen, Fußball ist nur noch für die Elite da, wir machen ein Ticket von 150 Stutz pro Match und wir haben immer noch 60'000 Zuschauer in der Stadien. Nein, wir sind angewiesen auf die Ultras. Wir mögen die Ultras, ohne Ultras läuft gar nichts im Stadion. Lönnt denen ihre zwei, drei Werkzeuge, weil das meiste, was sie machen, ist positiv. Viel Zeug ist auch scheiße, aber ein Fackeln. Hört doch auf. Ich bin völlig deiner Meinung. Ich kann nicht mehr deiner Meinung sein. Also. Aber wir werden sehen, wie die Liga mal auf das reagieren. Ich glaube einfach gar nicht mehr. Das Verbot ist da, die Fans schmuggeln es rein, es geht alles weiter wie immer. Wie immer. Jetzt kommt man beim Reden, habe ich jetzt gerade etwas gemerkt, Patrice. Ja. Wir sollten einfach mal darüber reden, wie der FCB wird umgehen mit den Spielen, die vielleicht werden stattfinden. Ich meine, du hast eine Jahreskarte. Ja. Ich habe eine Jahreskarte, ich habe dafür gezahlt. Ich erwarte eine Gegenleistung von meinem Verein für das. Du weißt, kannst du nicht den Verein kaputt machen? Ich habe auch gesagt... Ich habe schon gesagt, Leute, dann müssen wir halt das Geld im FCB geben, die brauchen es auch. Aber wie geht der FCB mit dem um?
Ich glaube, das geht Harry und Konsorten recht sorgenfalt oft. Ich glaube, die haben Bauch. Ich glaube auch, ja. Ich weiß nicht, ob wir so eine Klausel haben. Dass es ist ja wirklich höhere Gewalt. Es ist nicht, der FCB kann nichts dafür. Nein. Und wir haben eine Saisonkarte. Also, ich habe eine Saisonkarte fürs Tramli. Und wenn ich jetzt nicht mehr Tramli fahre, ja, zwar Tramli fahre ich immer noch. Wenn sie nicht mehr fahren, würde ich das Geld zurückwählen. Es ist nicht ganz gleich. Also, sollst du zur Stosszeit Tramli fahren? Das ist ja auch vom Bund so quasi. Ja. Geht nicht mehr arbeiten. Geht nicht mehr um 8 Uhr morgens. Wenn du um 8 Uhr im Büro sind, geh nicht um 10 Uhr. Der Bund hat es gesagt. Machst du das? Ich? Ja, ich arbeite in der Pharma, ja. Obwohl man nicht vor der 10 Uhr verschaffen. Okay. Wir haben kurz mal den Kontinent wechseln. Spielen die eigentlich noch? Wie ist das mit Corona und so? Hast du gerade eine Auflistung gesehen über Indien? Und in Indien hast du einmal vor 2 Wochen glaub, noch keinen Corona-Fall gehabt. Mm. Und das finde ich unglaublich, weil Indien hat über 1 Milliarde Einwohner. Und nicht in allen Teilen von Indien ist das Gesundheitssystem irgendwie ausgeprägt, wenn wir ehrlich sind. Und die haben glaube noch keinen Corona-Fall gehabt. Bis vor 2 Wochen habe ich jetzt gemeint. Gut, könnte man sagen, wieso nicht. Und, Vielleicht liegt es an der Ernährung. Curry hilft. Ich weiß es nicht. Curry ist gesund. Curry ist toll, Curry ist gesund. Aber ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Wir wissen es nicht, aber es wird noch viel passieren. Immerhin, in Chennai wird noch Fußball gespielt. Und jetzt gehen wir kurz auf die letzten Match. Wir haben eben unseren Korrespondenten, den haben wir verloren. Ich hoffe nicht am Coronavirus. Chennai hat gespielt am 23. Februar der Heige Aizawl. Sie haben daheim 1-1 gespielt. Der Jan Musangu war nicht im Aufgebot gewesen. 5 Tage später haben sie gespielt, auswärts, wieder gegen die Indian Arrows. Sie haben 2-0 gewonnen. Das ist super. Der Jan ist absolut begeistert. Jan nicht im Aufgebot. Am 5. März haben sie auswärts gespielt gegen Mohun Bagan. Und ich kann gerne Mohun nennen. Ja. 1-1 gespielt. Lustiger Vogel. Jan Musangu nicht im Aufgebot. Jan Musangu, wo was bist du? Was ist los? Kommst du zurück? Wegen der ganzen Corona-Panik. Ich habe nichts gelesen. Er hat aber auch kein Instagram, glaube ich. Ich habe nichts gefunden von ihm. Das ist eigentlich noch schlecht, dass der Spieler, wo man das war wirklich spannend. Influencer ist. FCB. Das wäre doch eigentlich auch so ein Auftrag gewesen, den er könnte dem Jan mitgeben. Dass er auch ein bisschen uns Eindruck gibt. Ja. Privateindruck von ihm, wie er dort in Indien würde leben. Und das wäre ja noch nicht spät, das jetzt noch anzufangen. Oder? Ja. Patrice. Gibt es einen Rot-Blau eigentlich? Bald wieder. Ich bin nicht sicher, ob es eins gegeben hat. Müssen wir nicht. Ich habe nicht geschaut. Ich war in einer Fasnachtsdepression und... Musst du husten? Nein, ich kann nicht gerne. Ah, okay. Ist immer so ein bisschen, wenn du aufs Indien-Thema kommst. Dann schießt es immer irgendwie an. Nein, eigentlich finde ich es cool. Das ziehen wir auf Platz 8. 8 von 11, super. Und ja, Patrice, so viel sagen können wir jetzt eigentlich nicht mehr. Die Frage ist, müssen wir noch schnell zusammenfassen, was passiert jetzt? Fall A... Wir dürfen wieder ins Stadion. Es gibt einfach das beste Fall. Auf einmal merkt man, hey, Corona, ist, wir haben einen Fehler gemacht. Das ist und gar nichts. Das würde man wohl, wenn ich das gehört habe, am 15. März erfahren, ob das Verbot, das Eventverbot weitergeht oder nicht. Und das ist Ende dieser Woche. Also es wäre Idealfall. Der Spielplan wäre ein bisschen drängt durch, aber es wäre alles easy. Es wäre alles cool. Ist noch machbar für die Liga. Nicht passieren. Denke ich jetzt einmal. Ich denke auch, das wird nicht passieren, das wird verlängert. Also werden wir Spiele austragen ohne Zuschauer. Das wäre jetzt mal so der nächste Schritt. Oder gibt es irgendeine Variante B? Gibt es irgendetwas, was du kannst machen? Das hat ja noch weitere Auswirkungen. Wenn es jetzt eine EM gibt und du hast vielleicht doch ein paar Schweizer Spieler dabei, die einfach mal keine Spielpraxis mehr hätten, weil die Liga nicht stattfindet, dann wäre das für mich als Nationaltrainer, für egal welchem Land, aber wir haben ja zum Glück keine Nationalspieler. Ja, wir haben ja noch... Wir haben noch ist Bosnien da? Ist Bosnien an der EM? Bosnien? Keine Ahnung. Bin gar nicht sicher. Albanien? Wie kommst du jetzt auf das? Die haben alles Spieler in der Schweiz. Aha, so. Also Albanien hat, glaube ich, so 11, 12 Spieler von der Schweiz und Bosnien, glaube ich, auch. Die haben ganz viele Schweizer drunter. Ja. Und... Ja gut, das hat sich gerade ein bisschen sehr weit gedacht. Ja, das Sommer schon ist noch weiter weg, aber jo. So kurzfristig reden wir vor allem jetzt mal über die FCB-Konsequenz. Also Match würde wieder stattfinden ohne Zuschauer. Vielleicht. Wäre hure schade, aber könnte man wenigstens im Fernsehen schauen. Was wir uns auch schon überlegt haben, also ich zumindest, der Patrick, es gibt noch nicht, dass wenn es ein Geisterspiel geben würde, dass wir als Eindruck vielleicht irgendetwas können, um die Geisterspiele herum machen.
Ja. Vielleicht mit dem FCB zusammen würden sie nachsprechen, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, dass wir irgendetwas für euch könnten präsentieren. Live aus dem Stadion. Live aus dem Stadion, unsere Stimme. Es gibt zwar schon den grossartigen FCB Live Radio, da werden wir eine Konkurrenz machen eigentlich. Nein. Ja, doch. Aber vielleicht auch doch einmal könnten wir sie machen. Auch so ein bisschen. Ja. Doch, wäre noch. Das wäre mal etwas. Witzig. Du müsst 90 Minuten reden, Patrice. Das schaffen wir problemlos, wenn etwas passiert auf dem Fußballfeld. Aber es passiert ja nicht. Stell dir vor, es wäre ein richtig langweiliges Spiel und wir würden einfach irgendwie einfach abschweifen. Das wird ziemlich sicher passieren. Patrice ist gestern den Film geschaut. Oh ja, voll. Oh, ich muss aufs WC. Der Tipp an unseren Trainer, Marcel. Lieber Marcel, es wird, glaube ich, sehr langweilig für dich. Ich weiss nicht, was du gerade machst. Die trainieren alle normal. Das passiert. Ja, aber du trainierst auf nichts hin. Das ist für den Trainer scheiße, das ist für die Spieler scheiße. Ich glaube, die gehen wirklich einfach arbeiten und freuen sich, wenn sie hier oben heim können. Du trainierst auf nichts hin. Ja, das ist schon fast. Das ist schön. Schrecklich. Ja, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das machen sie interne Turniere, irgendetwas. Ja, Testspiele finden ja statt. Ja. Gegen wen? Gegen Junioren? Nein, du kannst ja gegen andere Vereine. Wir können einfach aber Testspiele machen. Hast du irgendwas mitbekommen von einem Testspiel? Ja. Gegen wen sie gespielt? Keine Ahnung. Aha. Ich weiss, dass IB hat ein Testspiel gemacht. Nein, St. Gallen hat Testspiel 4-1 gewonnen gegen Thun. Ich glaube. Ey, ganz ehrlich, ich habe Spider-Man gespielt. Aber Marcel, ich wünsche dir für die langweilige, spiellose Zeit viel Kraft. Wenn du mal ein paar Filmempfehlungen willst haben, meldest du dich am besten bei uns per E-Mail. Schreibst eins an innedruckt@gmail.com. Was wäre deine aktuellste Filmempfehlung? Ich habe einige Sachen gesehen in letzter Zeit. Ich habe 1917 grossartig gefunden. Okay. Das haben wir noch ins Kino getraut. Jetzt willst du nicht mehr gehen. Natürlich. Ich habe einen Gutschein. Ich habe Midway gesehen, den Kriegsfilm. Ja. Ist ganz okay. Ich habe den neuen Terminator gesehen. Ja. Der ist ganz okay. Ganz okay. Ich habe Gemini Man gesehen, mit Will Smith. Er ist ganz okay. Ich merke, dass die neuen Filme nur noch ganz okay sind. Also ganz okay ist so 4 von 10, oder was ist das? 5 von 10? Nein, 6 von 10. Ja, doch, 6. Jojo. So ab 7 ist gut. Ja, das stimmt. Und so schlug doch ein paar alte Sergio Leone. So spielen das Lied vom Tod oder vom Corona. Oder so. Du bist sehr dramatisch. Ich bin sehr dramatisch. Wenn es um Filmgeschmack geht. Auf jeden Fall, ja, wir hoffen, dass Fußball bald wieder weitergeht. Ich nehme an, es fehlt euch genauso wie uns. Und ihr merkt, wir sind wie ein bisschen niedergeschlagen. Es ist so... Wir haben es probiert, irgendwie eine tolle Stimmung haben wir eigentlich machen, nicht probiert, weil wir haben sie einfach nicht. Wir haben sie einfach das nicht. Es herrscht halt eine gewisse Leere, Patrice. Die berühmte Leere. Die berühmte Leere. Hast du mal ins Leben gerufen. Wo ich das mal geschrieben habe. 1900 Äpfelmus. Ja. Aber ja, es fühlt sich ein bisschen nach Leere an. Jetzt müssen wir auch mal darüber reden, Patrice, wie machen wir weiter. Ich habe das Gefühl, das alles ist unsere Schuld. Wir machen einen Podcast und irgendwie merkt die Welt, die Typen müssen bestrafen. Das haben sie nicht verdient. Das haben sie nicht verdient. Ruhm und Glorie haben sie nicht verdient. Wie machen wir weiter, Patrice? Also reden wir nächsten Montag weiter. Man sich dafür enttäuschen. Die Welt ist rund und sie dreht sich nicht um dich. Das ist gut. Darum wird das nicht der Grund ist keine Höhe im Doch, der Grund ist eine höhere Macht. Vielleicht. Ja, nein, wie machen wir weiter? Wir wissen es nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich situativ überlegen, weil einfach jetzt jeden Montag einen Podcast über nichts zu machen. Das werden wir euch auch nicht antun. Kein Sinn. Und ist für euch langweilig zum Zuhören. Ich würde sagen, wir warten jetzt mal ab, was passiert. Was wir aber auch könnten machen, Patrice. Das habe ich nicht gesagt, habe ich mir jetzt wiederholt. Ja, das ist eine Idee. Wir könnten ja auch, wir haben schon lange mal darüber geredet, dass wir mal ein Benny Huckel Special machen. Wir könnten ein Special reindrucken. Weil es gibt ein paar Leute, die es verdienen. Wir haben den Marco gehabt. Der Benny wäre der Nächste. Dann gibt es noch einen Alex. Da gibt es noch ein paar Leute, die auch mal die ganze Karriere beleuchtet werden. Und wenn ihr Bock hättet, dass wir uns allenfalls sehr bemühen, um die ganze Karriere von Benny Huckel durchdiskutieren, mit allen Entscheidungen, die er getroffen hat, mit dem Goal, mit dem Tritt, und, mit dem... Interviews aus Allesheim, hat er so gedacht und so. Mit der einen Augenbraue, die er noch hatte, die er noch nicht gezupft hat in der Mitte. Wenn ihr all das hören wollt... Der Werwolf. Wenn ihr das hören wollt, dann schreibt uns doch kurz. Oder wenn ihr sonst Ideen hättet, was ihr gerne würdet mit uns, von uns besprochen haben. Und sonst... Warten wir ab, was mit dem Corona passiert und ja... Wir wünschen euch allenfalls. Aber es kann nicht sein, dass das jetzt einfach abgebrochen wird. Es kann nicht sein. St. Gallen war Meister. Das dürfen wir nicht zulassen. Besser als Zürich. Das stimmt. Ist auch der Mann ja noch Trainer? Noch? Ist er wirklich noch? Er hat Glück gehabt. Und ist Dionysio noch Trainer? Die haben alle Glück gehabt. Alle Glück sind noch keine Match. Unfassbar. Die haben jetzt einfach länger einen Job.
Sie bekommen zwar gleich keinen Lohn mehr, aber... Lieber Bund, kannst du aushelfen? Kannst du, falls das passiert, bitte Gelder zur Verfügung stellen? Und wer zahlt das denn? Du? Du ich. Und ich und alle. Weil Fußball ist wichtiger, als man meint, manchmal. Aber Patrice, ja. Die Leute sind doch nicht mal bereit, Streaming-Plattformen zu zahlen oder Spotify oder sonst irgendetwas. Du hast auch sehr lange dich dagegen gesträubt. Und dann hast du mir Netflix gezeigt. Ja. Ja. Und es hat dein Leben verändert. Nicht massiv. Du kannst immer noch DVDs stellen. Nein, ich ertäuschle sie mir. Aber ja. Ja, du bist jetzt gerade im Mediamarkt gesehen. Ja, ja, ich habe mir eine geholt. Ja. Das ist super. Das finde ich sehr sympathisch. So, ja. Wir hören auf. Traurige Folge. Folge Nummer, was ist es? 14. Ja. Nicht die schönste. Wir gehen jetzt Gabriele. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Obwohl, wir haben noch UEFA Cup. Der nächste Montag ist eine normale Folge. Ja, wir haben UEFA Cup. Das gibt eine normale Folge. Wenn gespielt wird. Wenn gespielt wird, reden wir über die UEFA Cup. Ja. Wir können eine Live-Folge machen, während wir den Match schauen. Könnte man. Wir könnten uns etwas überlegen. Wir könnten so viele Sachen machen. Irgendetwas passiert. Aber ja, es wird sicher Erfolg geben. Du hast wieder mal die Erwartungen in die Höhe rissen. Es wird Erfolg geben. Wir gehen alle am Donnerstag oben auf unserem Instagram meinen, wir gehen live. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das willst du niemandem zumuten. So, ja. Schluss. Schön zusammen. Tschüss zusammen. Ciao.